So, dann herzlich willkommen zurück zu Version 1.5.1 bei Our Last Day on Earth. Dieser Mist geht mir ganz schön auf den Sack hier. Ich weiß immer nicht wieder, warum das da erscheint. Das ist der erste Tag Explorer, der merkt sich das einfach nicht. Muss ich einfach mal deaktivieren. Bunker Alpha wurde neu gestartet. Das ist wieder für Spieler zugänglich. Auf der ersten Ebene wurden Fahrzeuge, neue Fallen und neue Gegner hinzugefügt. Um weitere Ebenen zugreifen zu können, muss man die Batterie reparieren und aufladen. Aha. Warten Sie auf nächste Updates. Okay. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Gerät nicht die empfohlenen Sozialanforderungen erfüllt. Okay, es kann das deshalb also sein, dass wir nicht runterkommen. Der unterirdische Teil des Bunkers ist nach der Eingabe des Codes für 24 Stunden zugänglich. Aha. Na, das ist natürlich Mist. Was heißt das? Okay, da muss ich jetzt den Code neu reintippen oder was? Auf der ersten Ebene wartet eine kleine Überraschung auf Sie. Ein riesiger, unaufhaltbarer Blähblubber, das mit einem einzigen Schlag ins Jenseits befördern kann. Neue Waffe. Die Ebenen des Bunkers sind jetzt durch einen automatischen Geschützturm gesichert. Des Weiteren besteht die Chance, ein Minimaschinengewehr zu finden und es wie geplant einzusetzen. Technische Verbesserungen. Wir arbeiten an der Leistung des Spieles und haben einige Gegenstände entfernt, die seit diesem Update nicht mehr im Spiel verwendet werden. Beachten Sie, dass sich jetzt stattdessen Müll im Inventar und in Kisten befindet. Okay. Also, mal gucken, was jetzt auf uns wartet. Jetzt habe ich nämlich, seit wir gestern in den Bunker gegangen sind, einen Tag lang gewartet. Und jetzt hoffe ich, dass es noch da ist. Ich weiß nämlich den Code jetzt nicht aus dem Kopf. Müsste wieder nach Hause laufen. Schließt in 12 Minuten. Da hat er richtig Glück. Das heißt, jetzt gehen wir erstmal hier rein, ziehen uns das Essen und das Getränkzeug raus, greifen gleich direkt da rein und werden uns erstmal schnell eine Dose reinziehen. Oder auch zwei. Und auch was zu trinken. Jetzt hauen wir den Rest gleich weg. Weil wir das wahrscheinlich jetzt gleich nicht brauchen werden. Also, ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, dass der Bunker Alpha unfassbar schwer ist. Und jetzt werden wir gleich mal sehen. Also einer hat geschrieben, das ist eine reine Materialschlacht, am Ende gehst du aber mit nichts raus. Also wir werden jetzt mal sehen, was auf uns wartet. Ich habe das Maschinengewehr und ich hoffe mal, dass wir mit dem Maschinengewehr auf jeden Fall ein paar Punkte sammeln unten im Keller. Wie wir dann hier weitermachen, weiß ich noch nicht. Jetzt fahren wir in die Ebene 1. Nach unten oder nach oben, nachdem wir nach unten. Ich habe schon ein bisschen Schiss, das muss ich euch sagen. Ich habe auch, heute ist Donnerstag, gestern kam die Folge öffentlich, wo ich den Play Store Gutschein verlost habe. Bin ein bisschen traurig, habe es entweder nicht gelesen oder nicht mitbekommen oder es wurde mir nicht geschrieben. Ich weiß nicht, wer den Code nun gewonnen hat. Melde dich doch mal bei mir, ich würde dir gerne gratulieren und auch alle anderen würden sich vielleicht mit dir freuen. Terminalaktivierung erforderlich. Aha. Oh, das ist ja krass, das ist ja wie Resident Evil. Ich habe schon Schiss jetzt hier. Wetten, dass hier gleich Massenzombies kommen. Ich habe 5-mal Essen. Oh, da funkt sogar Licht. Oh, ich kotze ab. Nee, hör doch auf. Geduscht habe ich ja. Ah, ein wandernder Zombie? Aber wo? Massen an Leuten? Aber die kommen ja nach und nach. Keine Ressourcen. Also, du sollst die abknallen. Das macht er natürlich jetzt nicht automatisch. So, jetzt gucken wir mal, was unsere... Du siehst jetzt, ist die Hardware hier völlig überlastet. Ich muss gleich mal die Grafikanforderungen ein bisschen verändern. So, jetzt gehe ich mal schnell in die Einstellungen rein. Halt, hier, Settings. Und ich mache Grafik mal runter. Durchs Aufnehmen zeitgleich kann es natürlich durchaus sein, dass das echte Probleme hat. Die waren mit Maschinengewehr ja erstmal nicht das große Problem. Da ist noch ein Blablabla, oder? Was ist das? Der ist so langsam. Ja. Aber One-Hit macht er nicht. Nein! Das glaube ich jetzt nicht. Ist aber schnell. Oh, meine Güte, ey. Junge, Junge, Junge. Okay. Baseballschläge haben wir. Blablabla haben wir. Es gibt nichts zu sammeln. Guck mal, nichts zu looten. Das ist doch schon mal mega nervig.
Und das ruckelt natürlich. Das ist natürlich technische Hardware-Anforderung. Giftspeier. Assi. Aber hoffentlich kriegt er uns nicht. Jawohl, er kriegt uns nicht vollgespuckt. Ah, den nächsten. Ist natürlich Mist, dass er nicht dauerhaft offen bleibt. Das ist doch schon mal richtig blöd. Noch ein Bläblo. Boah, ich hab voll Bock drauf. Gucken wir mal hier rein. Schneller Beißer. Und beide erwischen uns von vorne. Hier sind die Toiletten. Gucke mal. Das sind doch die Damentoiletten eindeutig. So, jetzt haben wir zwei schnelle Beißer. Macht er das automatisch? Er macht es automatisch. Vorhin hat er es nicht gemacht. Keine Ressourcen. Aber guck mal, hier gibt es nichts zu looten. Ey, gibt es gar nichts zu looten, oder? Kann ich aus dem Klo was rauslooten? Nicht mal reinpullern kann ich. Ach, das ist doch wirklich Quark hier. Also, Reset Bunker Alpha, ziemlich cool. Hier ist der. Nee, da gehen wir mal nicht rein. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das jedes Mal von vorne wieder losgeht. Jetzt machen wir die noch platt. So, die beiden. Zu essen habe ich auf jeden Fall. Aber das sind natürlich jetzt schon die schnelleren Beißer. Ach du Schande, ich habe da keinen Bock drauf. Hier gibt es nichts zu looten. Es gibt hier nichts zu looten. Ich habe noch nicht mal jetzt. Ich müsste schon mal eine geile Waffe oder irgendwas haben. Nichts. Bläblubla, noch ein Bläblubla. Nee. Und da ist auch endlich mal eine Kiste, die ich einsammeln könnte. Na, das ist ja mal genial, ist das. Oh, ich habe keine Lust, ey. Es macht keinen Spaß. Noch ein Bläblubler. Gut, kann ich machen, was ich will, die schaffe ich nicht. Also hier brauchen wir definitiv bessere Waffen. Ich habe jetzt auch keinen Bock, mich hier sinnlos rumkillen zu lassen. Das bringt uns allen nämlich schon nichts. Wo können wir noch reingehen? Hier können wir noch mal gucken. Giftspeier. Oh. Mist. Die könnten sie natürlich auch schön gegenseitig killen. Das wäre natürlich eine Herausforderung. Kriege ich die hier weggezogen? Dann kann ich auf jeden Fall mal gucken, ob ich die Tür von innen verschließen kann. Das müssten wir mal probieren. Hier liegt schon einer, Leute. Seht ihr den nicht, euren Kumpel? Aber ich kriege die Tür natürlich nicht zu. Und ich kann auch jetzt vergessen, mich mit denen anzulegen. Ah, oh, toll. Hängen geblieben. Nee, geht natürlich nicht. Und hier gibt es auch wieder natürlich nichts zu looten. Ich versuche einfach mal jetzt hier durchzurennen und wir gucken mal, wo es was zu looten gibt. Und dann sterbe ich eben. Ich habe eh nichts dabei. Hier. Ja, komm natürlich nicht raus, häng fest. Das war's schon. Ja, gut. Einen Tag, 23 Stunden habe ich bloß gelebt. Naja, das ist natürlich nicht unbedingt das Längste, was ich erlebt habe. Alles natürlich ärgerlich. Also, waffentechnisch können wir vergessen. Das können wir voll in die Tonne treten, da unten. Das bedeutet, hier kommt noch ein hässlichen angelaufen, aber dann müssen wir immer schnell Ach, ich habe noch nicht mal Holz einstecken. Oh, meine, 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 meine. Jetzt müssen wir schnell sein. So, das da. Jetzt müssen wir mal schnell hier eine Wand hinsetzen mit einer Tür am besten. Nun aber fix. Natürlich war ich zu spät. Ach ey, dann haut um. Nichts zu essen, nichts zu trinken, nichts dabei. Aber wir sind stark. Was natürlich schön wäre, wenn man jetzt natürlich ein bisschen leveln würde, ne? Wenn man jetzt auch die Stärke leveln könnte und so. Das wäre natürlich schön. Wir haben Nägel. Ich will mal probieren, ob wir Altmetalle erschaffen können, indem wir Dosen verkaufen, schmelzen. Das will ich mal ausprobieren. Geht das hier? Ich nehme mal das. Ach so. Rezepte. Ach, guck mal. Wo kriege ich denn das her? Aha. Ich kann Stahlbahn, Titanbahn und Wolframbahn bauen. Guck mal. Es ist neu dazugekommen.
nehme nochmal schnell ein bisschen Holz raus und gucke mal, ob Holz als Brennstoff dient und ich Dosen einschmelzen kann. Das will ich mal schnell probieren. Nee, hier geht's nicht. Nehmen wir normales Eisen. Okay, was haben wir denn hier für Rezepte? Gucke mal, aber hier. Ich brauche Eichenholz dafür. Und was ist das andere? Eschenholz. Also, das wird auch nichts. Kann ich in die Tonne treten? Das kannst du vergessen. Was haben wir hier noch für Rezepte? Das Neueste zugekommen, hier gibt es bloß die Steinziegel. Was gibt's hier? Nägel. Einen Schneidertisch brauchen wir noch. Ah, guck mal. Neuer Code. 02555. Alles klar. Das heißt, ich habe also immer einen Tag Zeit, das Ding da unten leer zu räumen. Oh mein Gott. Da brauchen wir definitiv viel bessere Ausrüstung. Ganz bestimmt. Das können wir hier reinmachen. So, jetzt wollte ich hier oben die Bretter reinmachen. Weil, nee, für Klamotten nicht. Die müssen bei Ausrüstung rein. Und da, jetzt nehme ich mir erstmal den raus. Ich hole mir den nächsten Rucksack noch. Ich habe noch einen im Jeep liegen. Hier kann ich die leeren Dosen reinmachen. Naja, machen wir es so. Ich habe noch jede Menge Beeren. Das ist gut, ne? Ich weiß noch nicht, wofür wir die brauchen. Das nehme ich auch raus. Trinkflaschen haben wir mit Absicht hier gelassen. Das Essen nehmen wir auch raus. Nehmen wir hier raus. Und ist hier auch noch was drin? Hier ist auch noch was drin. Haben wir hier Leder drin? Okay. Da haben wir erstmal alles weitestgehend rausgeräumt hier, was wir haben. Und jetzt packen wir mal hier Leder rein. Leder habe ich gut. Wir brauchen auf jeden Fall das zum Stoffe herstellen. Also machen wir uns eine, nicht ein Nagelbrett, sondern Schneidertisch. Ich brauche Holz, Eisen, Gummiteile. Das ist doch kacke. Wo kriege ich diese verdammten Gummiteile her? Wo kriege ich so eine, ich habe absolute Probleme, Gummiteile zu finden. Das ist schlau, ne? Das ist immer mal gut, ich durchdacht habe, das ganze System. Also für den Schneidertisch brauche ich Gummiteile. Das ist natürlich eine Katastrophe. Ich kriege die Krise hier. Die ist leer. So, Essen. Wo ist denn die Essenskiste? Sag mal, wo die Essenskiste ist. Die ist doch hier unten bei den Bären. Ne? Da haben wir doch. Ne, das war aber nicht die Bärenkiste. Hier ist die Bärenkiste. So. Speck, Fleisch, Essen. Gut, jetzt gehen wir den Rucksack holen. Rucksack holen und Klamotten neu machen. Ist eine Katastrophe. Ausrüsten. So. Klamotten neu. Also da habe ich keinen Bock drauf. Das mache ich nicht nochmal da unten. Das kannst du aber annehmen. Da gehe ich nicht nochmal rein in Bunker Alpha. Die Gurken machen wir mit hier rein. Gurken, Karotten. Natürlich meine ich Karotten. Du weißt doch Bescheid. Ich bin ein bisschen... Ich habe so meine Probleme mit der Sprachfindung manchmal. Nägel haben wir. Altmetall haben wir auch ein bisschen was. Eine Lampe haben wir. Goldbarren habe ich sogar noch mehr. Das ist, ich weiß nicht, warum hier nur einer liegt. Vielleicht wurde ich auch schon beklaut. In der Hose kann ich gleich ausrüsten. Und dann brauchen wir noch ein paar Seile und Klamotten. Sowas hier, was ich für die Schuhe, Jacke und du weißt schon. Mütze. Falsche Mütze. Mütze haben wir. Hemd haben wir. Turnschuhe. Ja, dann heißt das... Ausrüsten, 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 zurück, 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 zurück. So, das denke ich, sieht doch ganz gut aus. Jetzt sind wir wieder ausgerüstet. Eine Waffe habe ich noch nicht am Schlüssel, aber jetzt. Karottensuppe habe ich doch wo habe ich denn die gerade hingepackt? Hier, warte mal. Da nehme ich erstmal was raus. Ich würde jetzt da sagen, ich hätte eigentlich gedacht, dass ich die schon vorhin hatte, aber na gut, okay. So, jetzt trinken wir mal einen Schluck und ziehen uns was zu essen rein. Wir können natürlich auch hier was essen. Pass mal auf, wir können in die Fresskiste gehen, wenn wir sie finden, und sagen, wir ziehen uns mal noch eben schnell die drei Sachen rein. Ich weiß natürlich nicht. Ah, 100 haben wir. Jetzt gehen wir irgendwo in die andere. Hier trinken wir eine Flasche. Ja, eine Pulle. Und wir nehmen aber trotzdem, ich nehme immer lieber ein paar Flaschen Wasser mit. Das ist okay. Essen haben wir da drüben. Das passt schon. Jetzt gucken wir uns mal an, was es noch so Neues gibt. Wenn wir jetzt das entsprechende Holz einsammeln können, dann müsste ja auch langsam der Eichenwald auf jeden Fall zu finden sein. So, jetzt kommen wir aber immer noch nicht hin zum Eichenwald, oder? Nee. Auch da nicht.
nicht. Ist doch kacke. Wenn wir da nicht hinkommen, dann haben wir noch eine Chance. Dann gehen wir in den orangen Bereich und killen ein bisschen Zombies. Aber nicht mehr heute. Das machen wir in der nächsten Folge. Oder ich mache das einfach später alleine. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Du siehst, das stört dich vielleicht auch ein bisschen. Ich bin immer nicht up to date. Du siehst, ich habe, also nehme heute auf. Jetzt ist ja gerade Donnerstag und ich nehme hier auf. Und das kommt am Sonntag raus, das Video. Ich bin also immer so 3-4 Tage in Verzögerung. Das hat natürlich für mich den Vorteil, dass wenn ich mal einen Tag nicht aufnehmen kann, das kein Problem bietet. Aber du bist natürlich nicht sofort, wenn es ein Update gibt, hier total up to date. Ist natürlich ärgerlich, ne? Alles klar. So, müssen wir immer damit arbeiten. Zum Glück. Aber es ist halt so, ich spiele das Spiel einfach, wie es kommt. Ne? Ich spiele das halt fortlaufend. Und das ist natürlich ein kleines bisschen anders als immer Update-Video, Update-Video und so. Nee, da mache ich nicht. Ich zocke das ganz normal und gucke, was eben immer so Neues kommt. Du siehst, es ist manchmal ein bisschen verzögert. Du bist weiter als ich. Viele Zuschauer sind weiter als ich. Aber das ist okay. Ich kann Überlebende riechen. Ich kotze ab, ey. Gut. Okay, ich laufe raus. Nächste Folge. Ich laufe nicht raus. Oh, mach doch mal hin, Alter. Schnell weg. So, dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.